Guten Morgen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bevor ich heute nach Washington fliege, um die neuen Kolleginnen und Kollegen von Politico zu begrüßen, möchte ich mich an euch wenden, um über den Compliance-Fall Julian Reiche zu sprechen. Ich denke, das beschäftigt euch alle sehr und ich möchte ganz transparent teilen, was wir über diesen Fall wissen und wie wir das sehen. Wenn man den Medienberichten der letzten Tage folgt, hat man den Eindruck, es geht hier um mehrere Fälle von Sexismus, sexuellem Übergriff, sexuellem Missbrauch. Das war zu keinem Zeitpunkt Teil der Vorwürfe. Es ging um einvernehmliche Beziehungen mit Mitarbeiterinnen von Bild. Das ist allerdings, wenn eine Führungskraft eine solche Beziehung mit einer abhängig Beschäftigten unterhält und das nicht transparent macht, nicht akzeptabel. Deswegen sind wir diesen Vorwürfen von Anfang an sehr ernsthaft nachgegangen. Eine große Rolle spielte dabei eine ehemalige Partnerin von Julian Reichelt, mit der er 2 Jahre zusammen war, die aber nicht bei Axel Springer beschäftigt war. Diese Beziehung war auch bekannt. Und um 4 Fälle von Beziehungen, angeblichen Beziehungen mit Mitarbeiterinnen von Bild, die dadurch berufliche Vorteile bekommen haben sollen. Außerdem gab es einen Fall, in dem eine aktuelle Beziehung zwischen einer Mitarbeiterin und Julian Reichelt behauptet wurde. Das wurde aber von beiden bestritten. Im Hintergrund wirkten Männer, die erkennbar das Vorgehen organisierten. Das waren allesamt ehemalige Mitarbeiter von Bild und die Motive waren sehr klar. Es ging darum, Reichelt wegzubekommen und dabei wurde ein sehr drohender, teilweise fast erpresserischer Ton angeschlagen. Deswegen haben wir eine externe Rechtsanwaltskanzlei, die auf solche Fälle spezialisiert ist, Freshfields, eingeschaltet, die in zahlreichen Gesprächen diese Vorwürfe untersucht haben. Am Ende haben sie ein zwiespältiges Untersuchungsergebnis vorgelegt, in dem aber zumindest ein Fall einer einvernehmlichen Beziehung mit einer Mitarbeiterin belegt werden konnte. Und das allein war für uns ein schwerer Fehler, der Folgen haben musste. Deswegen haben wir das ausführlich im Vorstand und im Aufsichtsrat diskutiert und sind zum Ergebnis gekommen, ein schwerer Fehler, kein unverzeihlicher Fehler. Julian Reichelt sollte eine zweite Chance bekommen, auch aus diesem Fehler zu lernen, aber es musste Konsequenzen haben in der Reorganisation der Chefredaktion, Doppelspitze und in einem Kulturveränderungsprozess. Jetzt, vor wenigen Tagen, erschien ein Bericht in der New York Times, sehr einseitig, der aus den Protokollen der Frauen, die damals diese Vorwürfe erhoben haben, zitierte. Protokolle, die uns bis zum heutigen Tag nicht vorliegen, die wir nie eingesehen haben, nicht einsehen durften, weil das aus persönlichkeitsschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig war. Parallel gab es eine Recherche von BuzzFeed, in der im Zusammenhang behauptet wurde, es bestehe auch weiterhin noch eine Beziehung zu einer Mitarbeiterin von Bild. Wir haben Julian Reichelt damit konfrontiert. Er hat es bestritten. Und wir haben dann vorgestern 2 sehr glaubwürdige Zeugenberichte bekommen, die dargelegt haben, dass es diese Beziehung sehr wohl gibt. Wir haben Julian Reichelt daraufhin damit konfrontiert. Er hat es dann eingeräumt. Und damit war klar, erstens, er hat aus den Fällen von damals nichts gelernt. Zweitens, er hat uns nicht die Wahrheit gesagt. Und damit war klar, wir mussten sofort handeln. Und wir haben die Chefredaktion von Bild neu aufgestellt und Johannes Boje als neuen Vorsitzenden der Chefredaktion installiert. Aus heutiger Sicht kann man sagen, hätten wir nicht schneller handeln sollen, hätten wir das nicht damals schon tun müssen. Hinterher ist man immer klüger und es muss im Rechtsstaat das Prinzip der Unschuldsvermutung gelten. Trotzdem ist das alles sehr schlimm. Wir müssen aber auch klar sagen, es handelt sich hier nicht um ein Kulturproblem des ganzen Springer Verlages. Es gibt dieses Problem bei Bild. Deswegen müssen wir hier auch sehr schnell noch viel grundlegender an der Modernisierung und Veränderung unserer Kultur im Sinne von Respekt arbeiten. Aber das gilt nicht für die große Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Axel Springer. 16.500 Leute arbeiten bei uns in mehr als 40 Ländern und in den meisten Ländern und Unternehmen des Unternehmens herrscht eine vorbildliche Kultur, eine moderne Kultur von Diversität, von Inklusion, von Respekt. Und das ist mir auch sehr wichtig, das war mir immer sehr wichtig. Und deswegen bitte ich alle, die im Zusammenhang mit Machtmissbrauch und Dingen, die nicht respektvollen Umgang im beruflichen Miteinander bedeuten, sich zu melden, offen zu sprechen, keine Angst zu haben. Wir müssen ein Vorbild sein, was moderne, respektvolle
diverse Unternehmenskultur betrifft. In dem Zusammenhang vielleicht noch zwei andere Dinge. Zum einen wurde im Zusammenhang mit dem Compliance-Fall behauptet, wir, Axel Springer, hätten versucht, Einfluss auf die Berichterstattung anderer Verlage zu nehmen. Das ist unwahr, das hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben, einen solchen Versuch. Und dann wurde auch noch thematisiert, dass ich in einer privaten SMS ein Vergleich zwischen Bundesrepublik und DDR vorgenommen habe. Das wurde aus dem Zusammenhang gerissen zitiert und quasi als Statement, als Zitat, als meine Meinung präsentiert. Dazu muss ich sagen, eine private SMS ist kein Tweet, ist kein Post, ist keine öffentliche Rede. Und wenn man in einer privaten Unterhaltung aus dem Zusammenhang gerissen etwas zitiert, dann unterschlägt man Polemik, Ironie, Übertreibung. Das alles kann es in einer privaten Unterhaltung geben. Und zumindest mir geht es so, dass ich manches Übertriebene und Unsinnige in einer privaten Unterhaltung sage oder schreibe. Und trotzdem lege ich darauf Wert, dass es privat ist und dass es dann nicht behandelt wird wie ein Zitat. Das ist doch eine Grenzüberschreitung. Ich freue mich jetzt, nach Washington zu fahren, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht schön sind. Aber wir sind seit gestern stolzer Besitzer von Politico. Das ist eine der eindrucksvollsten Marken von digitalem Qualitätsjournalismus. Wir haben noch viel vor in vielen Ländern mit Politico. Darauf freuen wir uns. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.